So, ich rufe es an. Klingt an. So, herzlich willkommen zu dieser friedlichen Zeit am Samstagmittag. Freut mich, dass so viele revolutionär gesinnt sind und sich dem Thema Revolution widmen. Eigentlich ein nicht so österreichisches Thema. Im Land, wo der Innenminister bittet, man soll doch nicht so viel demonstrieren, wo es Vermummungsgesetze gibt. Und als Zitat von Inge Fied, der ehemaligen RAF-Terroristin und Palmers Entführerin: Wien ist keine Stadt für revolutionäre Aktivitäten. Es ist eine Stadt für Agenten, Ganoven, für Spießbürger und ihre Politiker. Schauen wir mal, ob sie recht hat. Wie sieht es mit der Architektur aus? Wir reden heute zur Eröffnung über Otto Wagner. Wie wir sicher im Lauf der nächsten Stunde darauf kommen werden, hat das auch etwas mit dem Ort zu tun, an dem wir uns befinden, sowohl mit dem Haus als auch mit dem Platz. Neben mir sitzt mein Gesprächspartner, eigentlich unser Gastgeber, denn er ist vom Haus, Andreas Nierhaus, geboren in Graz, hat Kunstgeschichte und Geschichte in Wien studiert, 2005 bis 2008 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Kommission für Kunstgeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, seit 2008 Kurator hier am Haus in der Architektursammlung des Wien Museums. Nächstes Jahr, 2018, jährt sich nicht nur das mehrfache Revolutionsjahr 1918, sondern auch der Todestag von Otto Wagner. Anlässlich dessen wird es nächstes Jahr eine große Otto Wagner-Ausstellung am Haus hier geben, im Wien Museum. Deswegen naheliegend die erste Frage an Andreas Nierhaus. In der Vorbereitung für die große Otto Wagner-Ausstellung, hat es da revolutionäre neue Erkenntnisse gegeben und was ist der Fokus der Ausstellung? Ja, vielen Dank für die freundlichen einleitenden Worte. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Die Ausstellung, die am 14. März 2018 eröffnet werden wird, also hiermit ergeht an alle eine Einladung, uns da zu besuchen und ab 15. März dann regulär zu sehen sein wird, bis 7. Oktober, also eine sehr lange Zeit, man kann sagen, die ganze Saison, den ganzen Sommer hindurch, wird das Wien Museum im Zeichen Otto Wagner stehen. Diese Ausstellung wird vieles anders machen, schon allein vom Räumlichen her, als wir das aus dem Wien Museum gewöhnt sind. Es wird der gesamte erste Stock, also das Niveau, auf dem wir uns jetzt befinden, dafür ausgeräumt. Das ist ein riesiges logistisches Unterfangen, die gesamte Schausammlung des Museums auszuräumen. Das können wir uns nicht wegen Otto Wagner leisten, sondern nur deshalb, weil danach ja eine große Sanierung und Erweiterung des Hauses ansteht und wir das einfach vorziehen. Das heißt, Sie werden es mit einer relativ großen Fläche von mehr als 1000 Quadratmetern zu tun haben, aber anders ist Otto Wagner nicht beizukommen, zumal es die erste große Ausstellung seit 1964 bei uns im Haus ist. Also es gab in Wien wahrlich kein zu viel an Wagner-Ausstellungen in den letzten Jahrzehnten. Also die letzte größere Ausstellung war in den 80er Jahren, in den frühen 80er Jahren in der Akademie. Und es ist also der 100. Todestag. Wie so oft in Wien, wenn jemand stirbt, dann wird er gefeiert und die Geburtstage vergisst man. Der 100. Todestag, der Anlass, sich mit diesem Werk umfassend zu beschäftigen, das treibt mir jetzt schon oder treibt uns schon seit Monaten die Schweißesperlen auf die Stirn, weil es eben nicht so einfach ist, so einem großen unter den Architekten im besten Sinn beizukommen. Und noch dazu, wenn man den Anspruch hat, nicht einen Ausschnitt zu zeigen, und das können wir nicht im 100. Todesjahr. Wir müssen versuchen, auch dem Publikum zuliebe, so viel wie möglich von Wagner zu zeigen und gleichzeitig auch natürlich gewisse Schwerpunkte zu setzen. Dabei wird ganz sicher die große Diskrepanz zwischen oder die Differenzen zwischen Theorie und Praxis eine Rolle spielen. Seine eigene künstlerische Persönlichkeit, wenn man das so sagen darf, die mit einem Fuß im 19. und mit einem genauso großen Fuß oder größeren Fuß im 20. Jahrhundert steht oder immer ins 20. Jahrhundert geblickt hat, diese, wenn man so will, Janusköpfigkeit, die die Zeit um 1900 kennzeichnet, wird auch eine Rolle spielen. Wir werden seine Kontrahenten, seine Freunde, seine Feinde, sein Netzwerk darstellen. Auch seine persönliche Biografie, die man ja nicht immer ganz abgelöst von seiner künstlerischen sehen kann. Also sein Privatleben wird
natürlich auch eine Rolle spielen, ohne dass man das eine aus dem anderen erklärt. Das muss, da versuchen wir zu trennen. Und um das gleich ab, also um zum Ende dieser Einleitung zu kommen, im Zentrum werden Zeichnungen stehen. Also die Zeichnung ist ja für Wagner, wie auch für die meisten Architekten bis zur Erfindung von CAD, das wesentliche Ausdrucksmittel oder ein wesentliches Ausdrucksmittel gewesen oder das ureigenste. Und Wagner hat das ja zu einer Meisterschaft geführt, die vor ihm niemand erreicht hat und die größten Einfluss hatte. Und das Wien-Museum besitzt, und jetzt komme ich zum Grund, warum das Wien-Museum eine Otto-Wagner-Ausstellung macht, das Wien-Museum besitzt den Großteil seines Nachlasses, also ist ein unbeschreiblicher Schatz von sehr kostbaren und sehr auch wirklich zum Teil prächtigen Zeichnungen, die in den letzten Jahrzehnten immer durch die Welt getourt sind, auf Ausstellungen zu sehen waren, aber nie in Wien. Und es wird auch um, man kann ruhig sagen, eine gewisse Fetischhaltung bezüglich des Originals gehen. Also wir werden diese originalen Zeichnungen dem Publikum endlich wieder präsentieren und damit auch die Relation zwischen Entwurf, zwischen nur gezeichneter Architektur, nur unter Anführungszeichen gezeichneter Architektur, in der viel Revolutionäres passiert, und dem gebauten Werk darstellen. Und es wird einen 500 Seiten Katalog geben, an dem wir gerade arbeiten, eigentlich ein Buch zur Ausstellung mit einem Werkverzeichnis und so weiter und so fort. Also ich habe eigentlich gar keine Zeit hier zu sitzen, aber ich freue mich trotzdem. Es ist ja Wochenende, dann wird noch ein bisschen. Da kommt man erst zum Arbeiten. Ja. Gut, muss ich noch ein bisschen sitzen bleiben. Da sind jetzt schon einige Aspekte angerissen worden, auf die wir zum Teil auch nachher noch zurückkommen, wie den Aspekt der Zeichnung, des Gebauten und des Ungebauten, der ja vielleicht auch einen revolutionären Aspekt hat. Ich würde als erstes noch auf die Biografie von Otto Wagner eingehen und auf die Frage, inwieweit er jetzt wirklich der Wegbereiter der Moderne war. Er hat ja sein Buch, oder man kann sagen, vielleicht auch Manifest Moderne Architektur genannt, 1895, glaube ich, und darin 96. Den Nutzstil propagiert, also so vielleicht etwas wie die Vorwegnahme von Form follows Function des 20. Jahrhunderts. Und eigentlich in seine Biografie von seinen Anfängen, die ja noch von Schinkel und von eher den wirklich Tradition des 19. Jahrhunderts geprägt war, gab es ja, wenn ich es richtig verstehe, so um 1880 herum einen Bruch, wo er dann wirklich gewechselt hat in die neue Richtung. Was war die Ursache für diesen Bruch, wenn ich das richtig verstanden habe? Also er selbst schreibt, dass die Ursache des Treffens, das Aufeinandertreffen mit seiner künftigen zweiten Ehefrau war, dass alles, was vorher passiert ist, keine Rolle gespielt hätte. Aber das mal beiseite, das hat sicher, war sicher ein wichtiger Faktor in seinem Leben. Aber Wagner ist auch deshalb so interessant für die Entwicklung der modernen Architektur, weil er voll im Historismus begonnen hat und sich aber sehr früh schon sehr eigenständige Gedanken dazu gemacht hat. Also man kann Wagner-Bauten sofort von anderen zeitgenössischen Bauten, die an der Ringstraße herumstehen, unterscheiden. Ich spreche jetzt nicht von der Postsparkasse, sondern von Bauten, die 30, 40 Jahre früher entstanden sind. Also er hat einen sehr individuellen, selektiven Zugriff auf den Historismus, und der Historismus ist natürlich das große, beherrschende künstlerische Axiom des 19. Jahrhunderts, nämlich man soll nur nach den Formen, strengen, ausgewählten, von der Kunstgeschichte klassifizierten Formen der Vergangenheit bauen. Und auch wenn die Zeitgenossen schon gewusst haben, das kann nicht lange gut gehen, also auch Semper hat gesagt, also Gottfried Semper, der große Theoretiker und Architekt des Wiener Kaiserforums, hat gesagt, irgendwann wird es einen Zukunftsstil geben, aber bis dahin müssen wir das Alte pflegen. Und Wagner war, also man kann sagen, in dieser Konsequenz, auch wenn er Vorbilder in Frankreich vor allem hatte, in dieser Konsequenz der Erste, der das in diesem Buch niedergeschrieben hat und gesagt hat, das Eisen wird uns die neuen Formen bringen und wir müssen mit dem Eisen arbeiten. Während die Generation oder eigentlich die Vertreter seiner Generation, und das könnte man sagen, ist etwas Revolutionäres an ihm, er ist nämlich viel älter als die meisten Architekten, die sich dann einer neuen Formensprache zugewandt haben. Die Vertreter seiner Generation haben gesagt, Eisen und Glas, das ist keine Architektur, weil das hat kein Volumen. Weil Volumen, also Architektur braucht Ziegel, braucht den Stein, braucht Körper. Glas, Architektur, unter Anführungszeichen wie der Kristallpalast bei der Weltausstellung,
sind keine klassische Architektur. Und Wagner ist der Erste, der in der Konsequenz auch rhetorisch und dann auch künstlerisch formal in den Ausführungen, die Stadtbahn ist das Stichwort da, das Eisen zu einem Ausgangspunkt für moderne Architektur, wie er es genannt hat, eben, und der Begriff modern war damals ein Modebegriff, gemacht hat. Also könnte man sagen, dass er eigentlich die industrielle Revolution in die Architektur gebracht hat, was Infrastruktur, was neue Materialien betrifft und Technologie, Transport wie bei der Stadtbahn? Also das 19. Jahrhundert war ja gekennt, ja, würde ich sagen, Klammer auf, das 19. Jahrhundert war ja gekennzeichnet von so einem unglaublichen Widerspruch, den auch die Zeitgenossen gesehen haben, zwischen dem technischen Fortschritt, einem technischen Fortschritt, von dem wir heute noch leben, denn die meisten wichtigen Erfindungen sind damals gemacht worden, und einer Lebenswirklichkeit in künstlerischer Hinsicht, die sich immer weniger damit, vor allem in der Architektur, damit kompatibel war. Man muss an Bahnhofshallen denken, die wie Renaissance-Paläste aussehen und nicht wie ein Bauwerk seiner Zeit. Und Wagner hat das nicht nur erkannt, wie auch die anderen, sondern er hat auch die Konsequenzen daraus gezogen. Er hat gesagt, man kann nicht modern angezogen sein, schlicht in einem modernen Reiseanzug und gleichzeitig in einer mittelalterlichen Kirche oder in einem barocken Bahnhof herumstehen. Die Formen müssen zur Zeit passen. Die Architektur muss dem modernen Leben entsprechen. Das ist eigentlich ein Leitsatz, ja, aus dem er dann alles Weitere ableitet und auch seine Schüler beeinflusst hat, natürlich. Ist ja auch interessant, wenn man es vergleicht mit der Ringstraßenarchitektur. Ich war jetzt neulich im leergeräumten Parlament und es ist ja faszinierend, die ganze Lüftungsanlage und hochtechnologisiert. Das war eigentlich ein Hightech-Bau des 19. Jahrhunderts, wie viele Ringstraßenbauten, was man ihn ja von außen aber überhaupt nicht ansieht. Das war ja diese sozusagen alles kostümiert, weil man eigentlich sich ja fast schon geschämt hat, diese ja. Sachen. Also ich will jetzt nicht das 19. Jahrhundert oder den Historismus schlecht machen, in keiner Weise, aber das ist sicher ein Charakteristikum, dass die Konstruktion verborgen wurde. Und man sieht, dass die Kuppel vom Kunsthistorischen Museum, wenn Sie ins Kunsthistorische Museum hineingehen, sehen Sie ein Gewölbe aus Stuck und sind die Büsten der berühmtesten Künstler drauf und dieses ganze Gewölbe hat darunter eine Eisenkonstruktion und der Stuck ist draufgesetzt. Und diese Lüge hat man das dann genannt. Ja. Ich würde es nicht so bezeichnen, aber damals im 1900 hat man es Lüge genannt. Dagegen hat sich Wagner gewandt. Er ist auch nicht immer konsequent. Ja. Also er hat nicht immer die Technik in den Vordergrund gerückt, weil für ihn, er nennt das die Poesie, also das Künstlerische, die künstlerische Imagination und Inspiration über alles nochmal drüber gehen. Also es ist eine sehr künstlerische Haltung, die anders ist als die dann in den 1920er Jahren, wo dann der Techniker und der Ingenieur vollkommen in den Vordergrund rückt, zumindest in der Rhetorik. Ja. Er hat sich ja auch im Laufe seiner Biografie nicht dem öffentlichen Streit gescheut. Er war ja einerseits ja auch ein ziemlicher guter medialer Selbstinszenierer, der ja nicht nur an Wettbewerben teilgenommen hat, sondern ja auch mit eigenen Entwürfen aggressiv fast schon an die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt, ich weiß, wie es richtig ist und ihr baut jetzt bitte das oder wir streiten jetzt darum. Man hat sich ja auch mit Zeitgenossen gestritten, wie ich eigentlich von dir erfahren habe, ja auch mit Adolf Loos zum Beispiel, wo man ja sonst fast denken könnte, sie wären ein bisschen auf der gleichen Linie. Und der große, bekannteste Streit hat natürlich ja genau hier an dieser Stelle stattgefunden mit seinem Entwurf für das Stadtmuseum in der ersten Dekade des 20. Jahrhunderts, wo es sozusagen das große Ringen, könnte man sagen, zwischen den Erneuerern und Bewahrern gab, wo er dann letztendlich verloren hat und letztendlich dann auch der Standort verloren hat, weil gar nichts gebaut wurde wegen dem Ersten Weltkrieg. Wie sozusagen revolutionär würdest du sozusagen ihn als Person, als öffentliche Person bezeichnen, um den Revolutionsbegriff langsam wieder ins Gespräch reinzubringen. Also ich würde gerne noch bis März abwarten zur Eröffnung der Ausstellung. Nein, dann wissen wir hoffentlich, weiß ich mehr. Denn genauso schwierig, wie es ist, über Architektur zu sprechen, noch schwieriger ist es, über Begriffe wie Revolution zu sprechen. Ich glaube, das Revolutionäre an ihm, oder was jetzt seine Haltung zur Architektur und zur Verwendung von neuen Materialien betrifft, ist sicher zu einem Teil im Eisen, aber auch im Eisenbeton, in der
neuartigen oder Propagierung einer neuartigen, kostensparenden Bauweise, die auch fürs Museum hier, für dieses Gebäude vorgesehen war, nämlich einer Plattenverkleidung anstelle des massiven historischen Steinbaus etc. etc. gelegen, in einer revolutionär, sicher auch in einer konsequenten Durchplanung, funktionalistisch unter Anführungszeichen, von Bauten wie der Kirche am Steinhof, wir wissen das, er wollte einen Weihwasserspender haben, das hat die Kirche verboten, weil man Weihwasser nicht runtertröpfeln lassen darf wie Seife und anderes mehr, und in der Postsparkasse auch in seinen umgebauten Werken, die durchkalkuliert sind, die genauestens überlegen, wie ein Benutzer eines Gebäudes, ein Mitarbeiter oder ein Gast sich bewegen wird, und er kanalisiert die Leute. Ja, es ist Engineering in dieser Hinsicht, dass er die Leute wirklich, den Leuten ihre Wege zuweist. Das nimmt bei ihm dann auch schon, ich würde fast sagen, schreiben würde ich es nicht, pathologische Formen an, wenn er sich zum Beispiel um Hygiene, das muss bei ihm ein großes Thema gewesen sein, um hygienische Aspekte kümmert, wie zum Beispiel den schnellen Abtransport von Leichen aus der Stadt über die Stadtbahn. Also er hatte eigene Leichentransport-Stadtbahnstationen konzipiert. Hat sich auch immer gesorgt, dass in den großen öffentlichen Bauten, die er plant, ja keine Infektionen ausbrechen können, und dass immer, wenn vielleicht der Diener in der Dienerwohnung stirbt, es einen extra Ausgang gibt, aus dem man den Sarg dann raustragen kann. Es muss irgendwie in seiner Kindheit, glaube ich, irgendein schreckliches Erlebnis gegeben haben mit einer Leiche in einer Wohnung oder so, weiß man nicht, das ist Spekulation. Also revolutionär, ich weiß nicht, ob er revolutionär war, indem er von sich aus zu Projekten Stellung genommen hat, das, was du vorhin am Anfang angesprochen hast, zu denen er gar nicht gefragt wurde. Das ist, es hat natürlich ein bisschen den Eindruck einer, wie man in Wien sagt, Grätzen. Ja? Also er war wirklich überall sofort als erster da, liest in der Zeitung, es soll ein Hotel gebaut werden. Ein paar Wochen später ist sein fertiger Entwurf durchkalkuliert für das Hotel da. Detto mit diesem Stadtmuseum hier. Also er hat noch, bevor überhaupt man überlegt hat, wie könnte man das machen, und es dauert ja dann ewig lang, im Gemeinderat ist ja heute nicht anders als, oder in den Gremien ist ja heute nicht anders als damals, hat er schon einen Entwurf vorgelegt, und in dem Moment hätte es fast funktioniert, denn der Gemeinderat hat kurz überlegt, übertragen wir doch Wagner den Bau, und hat dann sich gedacht, nein, wir müssen doch einen Wettbewerb machen. Und um jetzt zum Stadtmuseum zu kommen, da wird es dann schwierig. Also es ist auch eine Zeit, wo vielleicht seine revolutionäre Haltung ein bisschen langsam abnimmt. Mhm. Also gerade in den frühen Nullerjahren entwickelt sich dann in Wien oder entsteht in Wien eine andere Architektenszene, die auch im Unterschied zu manchen seiner Schülern viel weiter geht und viel mehr in die Zukunft eigentlich aus heutiger Sicht gerichtet ist als seine eigene Haltung. Und beim Stadtmuseum muss man sagen, dass die Formen revolutionär waren oder eher eine Provokation waren vielleicht für diejenigen, die sich um die Karlskirche Sorgen machten, wobei Wagner gesagt hat, die Karlskirche ist das schönste Bauwerk von Wien, und Fischer von Erlach ist sein Lieblingsbaumeister, und es war wahrscheinlich sein Traum, dass er neben dieser Kirche bauen kann. Aber das war vieles, was man vielleicht als revolutionär ansieht, war in Wirklichkeit auch Provokation einer Gesellschaft, die im Historismus in diesen satten Formen und Sicherheiten, wenn ich ein barockes Zimmer sehe, dann ist das ein Boudoir, und wenn ich ein Renaissance-Zimmer sehe, dann ist das ein Herrenzimmer, in dieser Gewissheit aufgewachsen ist, und Wagner sagt plötzlich, so einfach wie die moderne Kleidung müssen unsere Zimmer sein. Das sagt er 1898. Ja. Los, und so Hermann Bahr sagt dann viel später, ohne Otto Wagner gibt es keine Sezession und keinen Adolf Loos. Also da kommen wir wieder zum Revolutionären. Er ist ein Animatore, hat ihn der Hermann Bahr genannt, ein An- und Aufreger hat ihn sein Biograf Lux genannt. Also er hat in Wirklichkeit in Wien diese, wenn man so will, Revolution um 1900, diese, wenn man es als Umwälzung bezeichnet, hat er angepusht, mit seiner Persönlichkeit ganz sicher. Man könnte auch sagen, dass diese Persönlichkeit, diese Selbstinszenierung ja auch eine Vorwegnahme sozusagen dieser, ja, im 20. Jahrhundert oder auch bis heute noch stark präsenten, so dieser
Einzelgenie-Architekten, Star-Architekten, wie man heute sagt, die ja auch mit vielleicht mit Frank Lloyd Wright angefangen haben und mit dem, in den USA ist es viel bekannter, hier nicht so sehr von Ayn Rand, das Buch The Fountainhead, wo sie, also die, eine Schriftstellerin sozusagen, die Heroin des extremen Neoliberalismus heute gerade in den USA hat, diesen einen Architekten zu ihrem Romanhelden gemacht hat, der sich gegen die sozialistisch geprägte Gesellschaft auflehnt und das Individuum und seine genialen Ideen durchbringt eigentlich. Und das könnte man ja auch sagen, könnte man eventuell als revolutionär sehen und Otto Wagner als Vorläufer dieser Aspekte. Ja, also fragwürdig, wie sie sein mögen. Er hat sich sicher als, also er hat ja gleich in den ersten Sätzen seines wichtigsten Buches, Moderne Architektur, steht, sinngemäß, der Architekt ist die Krone der modernen Menschheit. Ja. Und dann setzt er sich in Bezug zu Michelangelo, Leonardo da Vinci, Bramante, Semper, Schinkel, also den großen Leuten, und auch wie er sich selbst inszeniert in den Porträts, die wir zeigen werden, die zum Glück bei uns in der Sammlung sind. Es gibt in der Zeit keinen Architekten, im deutschsprachigen Raum schon gar nicht, aber auch wenn man europaweit schaut, wenige, die sich so um ihre Selbstinszenierung gekümmert haben wie Wagner und um das Bild, das von ihnen entsteht. Und also der hatte das unter Kontrolle, auch wie er sein Werk veröffentlicht hat. Das ist nicht selbstverständlich gewesen, dass im 19. Jahrhundert jemand hergeht und seine eigenen Werke sukzessive veröffentlicht. Er hat sich da an Schinkel und er hat sich an Fischer von Erlach ein Beispiel genommen und an Piranesi und an wem auch noch immer. Aber das ist vor Frank Lloyd Wright. Ja? Also das ist Jahrzehnte vorher und Frank Lloyd Wright hat ihm da sicher auch viel geschuldet, wie umgekehrt Wagner ja gesagt haben soll, als er die Entwürfe von Frank Lloyd Wright gesehen hat zu seinen Studenten, da ist einer, der kann mehr als ich. Mhm. Also hat nicht erwartet, dass es jemand auf der Welt gibt, der mehr kann als er, ja. Aber bei Frank Lloyd Wright sagt er, okay. Und eins noch zu den Studenten, ich habe erst heute wieder die Tischrede gelesen, die er gehalten hat zum 10-jährigen Bestehen der Wagner-Schule, von der wir vielleicht auch noch kurz sprechen könnten, also seiner akademischen Ausbildung an der Ausbildungsstätte an der Kunsthochschule. Und da sagt er, meine Aufgabe ist es, aus totem Gestein Kristalle zu schleifen, herauszuhauen und sie zum Leuchten zu bringen. Sie, meine Herren, also seine Studenten, sind diese Kristalle und sie dienen dazu, mich als Schmuck, also als großen Zentralkristall, noch stärker leuchten zu lassen. Also, ob das revolutionär ist, weiß ich nicht, das ist jedenfalls selbstbewusst bis zum, ja, man kann mit diesem Selbstbewusstsein, ja, da kann man nur mehr, ja, verstummen davor. Wir freuen uns schon auf das Biografiekapitel im 500-Seiten-Katalog nächstes Jahr. Ja, wir können gerne noch kurz auf die Schule eingehen, weil das Interessante ist ja auch, dass seine Schüler, seine Kleinen, die Lampen, die ihn als Kristall beleuchtet haben, ja später gar nicht so radikal und revolutionär waren, sondern eigentlich eher zum Teil wieder ein bisschen konservativer geworden sind, auch auf gute Weise, wenn man jetzt Plečnik oder Fabiani, der jetzt eher sein Partner war, als sein Schüler hernimmt. Ja. Also die Schüler sind natürlich so umfangreich, die Richtungen, die Schüler gehen, sind fast so umfangreich wie die Zahl der Schüler. Also 190 Schüler hat es gegeben, viele davon sind nie zu Architekten geworden. Wagner hat so einen großen Schwerpunkt auf das Zeichnen gelegt, dass das Bauen, das haben seine Schüler schon kritisiert, in den Hintergrund gerückt ist. Deshalb gibt es aber jetzt diese wunderbaren Zeichnungen, die manchmal eben in der Zeichnung revolutionär sind, aber im Bauen wahrscheinlich nie etwas eingelöst hätten, auch wenn man sich anschaut, wie diese Leute, die Zeichnungen gemacht haben, dann real gebaut haben. Und bei vielen, also bei Plečnik zum Beispiel, gibt es natürlich eine Reaktion auf dieses Revolutionäre oder dieses, dass er wirklich eben zu den antiken Formen zurückgeht und aus denen noch einmal neu entwickelt. Aber es ist, hat Hoffmann, Josef Hoffmann, den man zu den Schülern im weitesten Sinn zählen kann, eine revolutionäre, wenn man so will, aus der Sicht des Funktionalismus, revolutionäre Phase im Sanatorium Burkersdorf, ändert das dann aber. Also ich glaube, wäre interessant, dann zu überlegen, Revolution und Architektur, wie verhält sich das eigentlich, wie passiert das? Ist das mit einem Schlag, sind das Gebäude, die hingestellt werden, oder ist das wirklich eine Umwälzung, die auch, also da ist ja ein zeitlicher Begriff drin, also zeitliche Vorstellung drinnen, dass sich etwas umwälzt, dauert lange. Und Wagner, ich hoffe, ich greife da jetzt nicht vor, aber Wagner sagt ja selber, dass sich langsam ein neuer Stil entwickeln wird und dass vieles falsch gelaufen ist, weil es zu schnell passiert sei.
Und da ist eben die Frage zwischen Revolution und Evolution vielleicht irgendwann dann. Ja, das ist, danke für die Überleitung, die ich jetzt schon geplant hatte. Ist nicht abgesprochen, aber ein bisschen jedenfalls. Ja, die grundsätzliche Frage, wo wir auch uns jetzt vielleicht ein bisschen von Otto Wagen entfernen können, aber ich finde, die Kernfrage ist, auch weswegen wir hier sind, gibt es überhaupt so die revolutionäre Architektur? Oder ist Revolution überhaupt eine Aufgabe, die Architektur erfüllen muss oder kann? Ist Revolution, das ist ja inzwischen auch schon fast so ein Verkaufsprospekt-Buzzword geworden wie Vision. Das heißt ja eigentlich schon in der Architektur zumindest nicht mehr so viel. Das kann alles Mögliche heißen. Gleichzeitig gibt es natürlich den Begriff revolutionäre Architektur. Man denkt an die Architektur der Französischen Revolution, zumindest an die Architektur, an die Gedachte, an die Konzepte der Architektur der Französischen Revolution. Es ist ja nicht viel gebaut worden. Oder zum Beispiel an die Architektur der Russischen Revolution in den 20er Jahren. Man kann vielleicht auch die italienische, zumindest faschistische Architektur von Mussolini dazu nehmen, die sozusagen vielleicht eine, ich stelle es mal in den Raum, die alle sozusagen vielleicht eine gewisse Architektur der Euphorie mit sich tragen, die vielleicht eher nicht diese Langlebigkeit hat, die jetzt vielleicht auch Otto Wagner postuliert hat. Also, was ist jetzt deine Ansicht, auch vielleicht vom theoretischen Unterbau, gibt es überhaupt eine revolutionäre Architektur? Also ich habe mir gedacht, Revolution und Architektur, also ich habe schon mein Bauchweh vorhin zum Ausdruck gebracht, wie schwierig diese Begriffe sind für sich und dann auch noch zusammen. Und wahrscheinlich ist es wirklich relativ zu sehen. Wahrscheinlich war es eine Revolution, als jemand es geschafft hat, auf vier Stützen ein Dach zu setzen. Ja? Also wenn man jetzt sozusagen zur Urhütte zurückgeht und dann auch noch eine Wand, also was auch zuerst war, könnte man Tage darüber diskutieren, eine Wand zu flechten, ja? Und einen Schutz zu bauen. Ich denke da an die Anfangssequenz von 2001, Space Odyssey, wo der Knochen in die Luft geworfen wird und ein Raumschiff daraus entsteht. Also Revolutionen können eben lang dauern oder können ganz kurze Setzungen sein, wie die Idee, einen Bogen zu machen, ja, plötzlich eine Bogenarchitektur zu machen. Oder sie können ganz lang dauern, wie die Entwicklung der ionischen oder korinthischen Säule, die dann irgendwann mal festgeschrieben ist, also zumindest im 19. Jahrhundert dann festgeschrieben wird. Oder man kann sagen, dass das Verschwinden des Ornaments eine Revolution ist. Also ich habe mir ein paar Texte angesehen, die dieses Begriffspaar im Titel oder im Wort führen. Und da beginnt man natürlich bei der sogenannten französischen Revolutionsarchitektur. Das ist ein kontaminierter Begriff, den man eigentlich nicht verwenden sollte, denn vorausgeschickt, all diese Architekturen, das sind große, monumentalisierte Kuppelbauten, aber eben auch radikal auf zylindrische, auf geometrische Grundformen reduzierte Entwürfe, Kugelhäuser und so weiter, mit der Französischen Revolution nichts zu tun haben, weil die meisten Entwürfe vor der Revolution entstanden sind. Also die berühmten Kathedralen, Kirchen, Gefängnisse, Justizpaläste von Étienne Louis Boulay sind alle vor 1789, die meisten zumindest, entstanden. Also im französischen Königreich und für den französischen König gedacht. Also haben mit einer Umwälzung im Sinn der Französischen Revolution nichts zu tun. Und das Interessante ist, dass das aber in den 1920er Jahren, in den 1930 eigentlich, frühen 30er Jahren, verwendet wurde von einem Wiener Kunsthistoriker, der 38 emigrieren musste, Emil Kaufmann, der ein sehr folgenschweres, dünnes Buch geschrieben hat, von Le Doux bis Le Corbusier. Und darin zieht er eine Parallele oder er zieht eigentlich eine Parallele, weil zwischen den beiden gibt es für ihn keine Architektur oder keine nennenswerte Erzählung, zwischen diesen radikalen Entwürfen des späten 18. Jahrhunderts, also Kugelhäuser, Zylinder, die liegende Zylinder, die dann Häuser sind und solche Dinge, und der Architektur vor allem des sogenannten Neuen Bauens, Le Corbusiers, und der russischen Konstruktivisten, also der sogenannten russischen Revolutionsarchitektur. Und das dient dazu, ist ganz interessant, das Buch handelt zu 95% nur von Le Doux. Das ist eine ganz klassisch kunsthistorische Abhandlung, und dann am Schluss gibt es eine halbe Seite oder eine Seite zu Le Corbusier. Und damit wird diese sehr umstrittene modernistische Architektur
die mit Le Corbusier, also das ist quasi eine Chiffre für all das, für das neue Bauen und so weiter, historisch legitimiert, auch wenn das aus der wirklich strengen wissenschaftlichen Perspektive von heute nicht haltbar ist. Ja. Das ist wirklich eine Zeitgeisterscheinung. Und dann, also das war das erste Buch, das ich da sehr spannend fand, und darauf aufbauend ist dann ein auch von außen sehr schönes, von innen aber sehr böses Buch erschienen. Ich habe es hier mit, Hans Sedlmayr, Die Revolution der modernen Kunst. Das ist erschienen, man muss sich in der berühmten Reihe Rowolds Deutsche Enzyklopädie, und das ist die Ausgabe von 1956, die ich da in der Hand habe, hatte bereits 90.000 Exemplare gedruckt. Ja, also man muss sich vorstellen, ein kunsthistorisches Buch mit diesem Titel, das 90.000 Mal verkauft wurde. Sedlmayr, nur ganz kurz, war hier in Wien Professor, ein ganz schlimmer Nazi, der 1945 zum Glück mit Schimpf und Schande von der Uni verjagt wurde, dann in München eine neue Heimat gefunden hat. Zu der Zeit, als er dieses Buch veröffentlicht hat, hat einen Ruf an die Universität Wien bekommen, und es haben sehr engagierte junge Kunsthistoriker, einer davon war Hermann Filitz, der dann später Direktor des Kunsthistorischen Museums wurde, dagegen protestiert, dass diese Person wieder einen Lehrstuhl bekommt. Und er hat dann in Salzburg, an der neu gegründeten Salzburger Universität, bis zu seinem Tod gewirkt. Und Sedlmayr hat dieses sehr einflussreiche, das will ich damit sagen, also 90.000 Exemplare verkauft, kulturkritische Buch über die Revolution der modernen Kunst geschrieben, auf der Basis von diesem Buch von Kaufmann. Und er sagt, dass die moderne Kunst oder die Architektur das Revolutionäre daran sei, dass sie die Verbindung zum Boden verloren hat. Also die Verbindung sowohl zum Erdboden als auch zum Göttlichen sei im 19. Jahrhundert verloren gegangen. Also Sedlmayr, man kann das hier abkürzen, interpretiert die Revolution natürlich negativ. Ja, also es ist eine gottlose Zeit, in der wir leben, und es ist da ein Bild von Miró drauf. Wahrscheinlich hat der Grafiker bemüht, ein schönes, ansprechendes Cover zu machen. Inhaltlich ist es eine Generalabrechnung mit allem, eigentlich was seit dem frühen 19. Jahrhundert entstanden ist, insbesondere eben der Kunst, der abstrakten Kunst des 20. Jahrhunderts und der Architektur des neuen Bauens. Ja, also das neue Bauen wird, und Le Corbusier wird da natürlich schlecht geredet. Es gibt noch ein zweites Buch, Verlust der Mitte, das ist früher erschienen, das ist auch bekannt, aber das hat nicht diese Auflage erlebt, meines Wissens, und war auch nicht so ein handliches Taschenbuch, ein handlicher Brevier, der jeder in deutschsprachigen Haushalten wahrscheinlich oder viele stehen hatten. Und darauf basiert dann ein drittes Buch, das ich interessant fand vom Titel, das in derselben Reihe erschienen ist, ein paar Jahre später, 9 Jahre später. Und offenbar haben sich die Herausgeber gedacht, okay, das kann man nicht so stehen lassen, diesen total negativen Verriss der modernen Kunst, und haben dann die deutsche Übersetzung von Rainer Banhams Buch über die Architektur im Maschinenzeitalter mit dem deutschen Titel Die Revolution der modernen Architektur, die Revolution der Architektur versehen. Das heißt, es wird dann eine Ehrenrettung der Revolution der Architektur im 20. Jahrhundert versucht, auch wenn der Titel, wenn das Buch vom Inhalt gar nicht so sehr diesen Revolutionsbegriff strapaziert, würde ich jetzt sagen. Ich glaube, da ging es auch darum, also da könnte man jetzt überlegen, was hat dieser Revolutionsbegriff in der deutschsprachigen Verlagskultur und in der Debatte, im Diskurs in den 60er Jahren für eine Rolle gespielt, dass man diese Bücher da in dieselbe Reihe hineinbringt. Und also, ja, es ist eigentlich ganz schön, wenn man daran sehen kann, wie Revolution und Architektur radikal positiv und auch radikal kritisch negativ gesehen werden können. Wenn man sich jetzt gerade diese beiden Gegenpole hernimmt, dann könnte man ja vielleicht fast sagen, du hast ja den Begriff der Evolution schon aufgemacht, wenn man einerseits den extrem konservativen Sedlmayr, dessen Ideal ja eher sozusagen, dass das Göttliche ist, also etwas Ewiges, was sich einfach nie ändert. Es gibt absolute Wahrheiten, die bleiben einfach immer. Mhm. Und das Gegenteil wäre ja sozusagen was, wo man ja sicher, Corbusier sowieso und auch Otto Wagner kann, einfach etwas Evolutionäres, also etwas sozusagen gar nicht unbedingt auf einen revolutionären Umbruch, sondern aber einfach auf eine kontinuierliche Entwicklung und Verbesserung hinarbeitet. Ist das dann
in diesem Gegensatz schon revolutionär vielleicht? Ist die Evolution Revolution? Ja, also wenn man sich anschaut, wie Josef Frank und diese Leute in den 20er, 30er Jahren versucht haben, Architektur anders zu begreifen als ihre Zeitgenossen, die und sich aber gleichzeitig auch modern gesehen haben, dann ist es ziemlich bitter, wenn man diese Architektur heute immer als gemäßigte Moderne sieht, weil politisch war sie weitaus radikaler als Le Corbusier, gesellschaftspolitisch. Aber ich glaube, vielleicht, aber ich bin dann auch sehr gespannt im Übrigen auf Reaktionen aus dem Publikum, ich glaube, man muss bei dem Revolutionären und der Architektur auch immer zwischen der Rhetorik und in den Texten und dem, was dann wirklich gebaut wird, unterscheiden. Und natürlich haben sich alle aufgeregt über Le Corbusiers radikale Aussagen zum Abbruch von Paris und diesen Dingen. Ja. Aber das ist ein Buch, ja. Es ist nicht wirklich gebaut. Und auch bei Wagner unterscheidet, das haben schon die Zeitgenossen kritisiert, unterscheidet sich sehr stark seine Rhetorik in seinem Buch von dem, was dann wirklich gebaut wird. Man hat Wagner mit gutem Recht als eine evolutionäre Haltung also zur Architektur bescheinigt. Das hat auch mit seinem Umgang mit dem Ornament zu tun. Und ich glaube, das ist noch so ein Thema, das da spannend ist, denn es gibt ja keinen missverstandeneren Text oder kaum einen missverstandeneren Text als Adolf Loos oder abgekürzten Text als den Text von Loos, Ornament und Verbrechen. Schon, dass er falsch übersetzt wird und dass alle immer sagen, Ornament ist Verbrechen, sagt ja Loos nicht. Das ist nämlich, da kommt man auf Sedlmayr zurück, das ist für Sedlmayr das große Drama der Architektur und da kann man ihm zum Teil folgen, nicht jetzt in seinen Schlussfolgerungen, aber in der Argumentation, das kann man sehr wohl verstehen, dass er sagt, in dem Moment, wo das Ornament aus der Architektur verschwindet, ändert sich die Architektur radikal, weil die Architektur grundsätzlich auf dem Ornament basiert. Das Ornament heißt jetzt nicht irgendein Schnörkel, sondern das Ornament ist natürlich die Säulenordnung, das sind die Proportionen. Adolf Loos hat nie gesagt, dass diese Ornamente verschwinden sollen. Er hat immer gesagt, auch in diesem Text von 1908, man darf keine Ornamente mehr erfinden. Ja, also man muss die alten Ornamente verwenden. Das sieht man auch an seinen Bauten, ja. Die sind ja voller Ornamente. Deshalb hat er sich auch gegen die Vereinnahmung durch den Deutschen Werkbund und das neue Bauen gewehrt, hat das perfide genannt, was sie unter seinem Namen machen, nämlich eine Architektur propagieren, die schon, also 1930 Siegfried Krakauer in den extremen Auswüchen als oberflächlich bezeichnet. Also es gibt nur mehr die Oberfläche, ja. Es gibt nichts mehr dahinter, sagen Zeitgenossen. Ja. Also diese Frage, also von wegen Revolution, ich glaube, das war wirklich ein revolutionärer Moment in der Architekturgeschichte, als man dieses Ornament entfernt hat und alle Versuche, das wieder einzuführen, siehe Postmoderne, sind natürlich gescheitert und das ist auch nicht mehr einzuführen, glaube ich, ja. Auch nicht durch irgendwelche Fassadenspielereien heute oder diese neue Wirkung von Oberflächen in der Architektur, von digitalen und so weiter, aber das hat man durchaus kritisch gesehen und Wagner, und da komme ich zurück, hat das Ornament eben nie aus seiner Architektur entfernt, auch so wie Loos nicht. Und hat ganz aus damaligen Sicht, auch aus der damaligen zeitgenössischen Sicht, radikale Häuser gebaut, wie in der Neustiftgasse, wo es das einzige Ornament, unter Anführungszeichen, das Liniennetz ist, das aus den Fensterverteilungen ausgeht. Und in seinem letzten Haus, das er entworfen hat 1918, kurz vor seinem Tod, ist alles voll mit Ornamenten. Und in den Ornamenten sind Lorbeerkränze und drinnen stehen die Namen der wichtigsten Architekten, seiner Vorbilder und seiner Schüler. Und er schwelgt in diesen Ornamenten. Und insofern gibt es so ein Abwaschen, unter Anführungszeichen, vom Majolika-Haus bis zu den ganz schlichten Fassaden. Aber es ist im Untergrund, unter Anführungszeichen, immer noch irgendwie da. Aber das führt wahrscheinlich ganz woanders hin. Das Ornamentthema ist ja riesig. Ja, man könnte ja auch sagen, bei der Postsparkasse hat er eigentlich auch komplett neue Ornamente erfunden, die er mit diesen Stahlnägeln, wo die Tapete an die Wand nagelt, sozusagen die Fassade. Ja. Genau, da übernehmen diese Bolzen, zu denen
übrigens wir neue Erkenntnisse in der Ausstellung bringen werden. Bolzenerkenntnisse, wir freuen uns alle. Ja, also das ist eine große Debatte, ob diese Bolzen, diese Nägel an der Postsparkasse tragend oder nicht tragend sind. Und diese alte Debatte, die ja auch mit revolutionären Bautechniken oder mit der Entfernung des Ornaments zu tun haben oder dem Ersetzen des Ornaments durch ein technoides Ornament, das spielt schon eine große Rolle. Ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit, bevor wir Fragen aus dem Publikum hören. Zwei Aspekte wollte ich noch, wenn wir es schaffen, kurz ansprechen. Das eine ist, um nochmal ein bisschen zurückzukommen, was du auch am Anfang über die Ausstellung erzählt hast, wo sehr viel auch das zeichnerische Werk drin ist, was ja auch wieder dazu führt, so die Spannung zwischen der gebauten und der ungebauten Architektur. Und es ist ja oft gerade die ungebaute Architektur in vielen Beispielen die radikalere oder kann man sagen revolutionäre, und aber auch nur aus dem Grund, weil sie nie gebaut wurde, aber trotzdem als Idee so einflussreich war, gerade wenn man die Ville Radieuse von Corbusier, die eigentlich jetzt nicht als solche 1:1 umgesetzt wurde, oder Zeichnungen von Liebewitz Woods oder das Glashochhaus von Mies van der Rohe für Berlin, was er auch nie gebaut hat, aber was ja eigentlich so das urmoderne Hochhaus des Glaskristalls war. Wie willst du diesen revolutionären Aspekt der Zeichnung und des Ungebauten beurteilen? Das ist sicher der Fall. Also seit dem 18. Jahrhundert, Mitte des 18. Jahrhunderts, gibt es diese Idealprojekte, die schon von der Größendimension oder von den Spannweiten, die Gebäude haben, revolutionär gewesen wären, wenn man sie hätte bauen können. Und ich glaube nicht, dass das Glashochhaus, also ich glaube, das ist genau so ein Beispiel, und dass es ein Glück ist, dass es nicht gebaut wurde, weil er hätte es wahrscheinlich technisch nicht hingekriegt. Also wie das funktionieren hätte sollen. Die Zeichnung kann natürlich sich über solche Dinge hinweg schwindeln durch eine sehr avancierte künstlerische Darstellung. Und es gehört zum Faszinierendsten, sich eben mit solchen ungebauten Architekturvisionen, wie sie in der Schule von Wagner zum Teil auch entwickelt wurden, also Eisenbetonhäuser, die tatsächlich dann erst Jahrzehnte später gebaut wurden. Aber man kann sich in Wirklichkeit nicht vorstellen, dass das, so wie es gezeichnet wurde, in der Zeit auch gebaut worden wäre. Ja? Also da ist das Revolutionäre, wenn man so will, vielleicht in den Zeichnungen drinnen und kommt gar nicht über den Rand der Zeichnung, um es wörtlich zu sagen, hinaus. Bin aber kein Architekt, das finde ich, wäre interessant, mit Architekten darüber zu diskutieren, wie Sie das sehen. Aber ich glaube, die Zeichnung, das Revolutionäre, wäre dann die weitere Frage, wie das mit heutigen Zeichentechniken ist. Das spielt sich schon in dem Moment ab, wo man einen ersten Gedanken auf der Bildfläche beginnt zu fixieren. Ja. Und bis das Haus dann gebaut ist, also ja, ändert sich ja noch so wahnsinnig viel. Deshalb habe ich auch von Dauer gesprochen. Also wie weit ein Gebäude revolutionär sein kann, hängt auch mit seiner Publizität zusammen. Ja. Also im 19. Jahrhundert beginnt die Fotografie sich dann auszubreiten, und man hat ganz schnell Fotos von den neuesten Bauten überall in der Welt. Das ist ja vorher nicht möglich. Ja. Und da können Gebäude, also es können Revolutionen passieren und keiner geht hin. Ja. Das ist in der Architektur natürlich auch der Fall. Ja, das führt uns zu der großen Frage eigentlich, wie kommt das Neue in die Welt, über die man auch noch ein ganzes Symposium abhalten könnte, glaube ich. Der letzte Aspekt, wo man ja auch jetzt von der Frage des Ungebauten und von der Zeichnung überleiten kann, das hat ja sozusagen den Aspekt des Nichtgebauten, hat ja immer mit etwas wirtschaftlich oder technisch nicht Machbaren zu tun. Das kommt dann, leitet über zu der Frage, wie haben sozusagen technologische Revolutionen, die eigentlich mit der Architektur nichts zu tun haben, mit der Architektur zu tun. Also wenn man das Beispiel nimmt, die Erfindung des Aufzugs im 19. Jahrhundert, das erst alle Hochhäuser von Manhattan überhaupt ermöglicht hat. Eigentlich keine architektonische Revolution letztendlich, aber dann doch. Oder im Ende des 20. Jahrhunderts die ganze digitale Revolution, die jetzt Bauten wie, wenn man vergleicht, was Zaha Hadid am Anfang gezeichnet hat, wäre jetzt in den 80er Jahren, als sie angefangen hat, einfach nicht baubar gewesen. Man hat ja gesehen bei ihren ersten Bauten, dass es schon noch ein bisschen schwierig war. Und dann aber erst mit der digitalen Revolution jetzt erst so möglich ist, kann man darüber streiten, ob es gut ist oder nicht gut ist.
Aber diesen Aspekt würde ich gerne nochmal ansprechen, sozusagen. Wie wichtig ist die Technologie für die Revolution in der Architektur? Vielleicht ist es sogar so, dass die Architektur immer, wenn sie gut ist, auf solche Revolutionen, die von außen kommen, reagiert und sie hineinnimmt. Oder das ist zumindest sicher eine Möglichkeit, revolutionär zu sein. Und da komme ich wieder auf Wagner zurück. Wagner war sicher einer, der mit offensten Augen durch die seine Welt gegangen ist, alles aufgesogen hat und technische Neuerungen sofort zum Anlass genommen hat, sich nachzudenken, zum Beispiel beim Aufzug, zu sagen, wir haben einen Aufzug, wir kommen in das oberste Stockwerk, es ist kein Nachteil mehr, im vierten Stock zu wohnen, ergo wird an der Fassade keine Unterscheidung mehr gemacht. Das schreibt er 1896. Also er hat die Erfindung Aufzug und nimmt sofort daraus, zieht daraus eine architektonische Konsequenz. Also das ist ein schönes Beispiel. Und auch eine soziologische Konsequenz, natürlich, weil die Belletage verschwindet und sozusagen es wird egalitärer. Ja, er als Hausbesitzer kann in jedem Stockwerk gleich viel verlangen, weil das ist natürlich schon, also er, ist er hat diese Häuser für sich gebaut und auch vermietet. Ja. Gut, 10 Minuten haben wir noch. Vielleicht sollten wir gleich mal sondieren, ob es Feedback aus dem Publikum gibt. Revolutionäre Fragen oder Statements bitte jetzt. Gibt es ein Mikrofon? Ich habe ein paar Anmerkungen. Erstens mal gleich zu diesem, an der Fassade wird alles gleich. Otto Wagner, der wird ja so gern diese 2 Windzeilenhäuser verwendet, oder? Als Beispiel, dass es keinen Unterschied mehr macht, dass die Belletage verschwindet und so. Ich kenne dieses Haus sehr gut, aber es stimmt Ihnen ja gar nicht, ja? Weil es gibt Ihnen noch die Belletage, der erste Stock hat noch immer die höchsten Räume. Ja. Viel höher als die anderen Stockwerke. Also das wird immer nur so gesagt, aber innen ist es ganz anders. Ja. Also das Blendwerk nach außen und das, was innen ist, ist ein bisschen eine andere Sache. Gut, dann meine zweite Frage ist, Revolution, verwendet er dieses Wort eigentlich in seinen Texten? Und ja, das wäre es mal. Also zum Ersten, danke für den Hinweis. Das ist natürlich klar. Ja? Also ich habe nicht behauptet, dass das auch immer alles, ich habe vorhin gesagt, es ist ein Unterschied zwischen der Rhetorik und dem Ausgeführten. Und natürlich sagt er, unsere Wohnung muss so einfach sein wie unsere Anzüge, aber die Wohnungen sind überreich geschmückt. Ja? Und genauso sagt er, es gibt keinen Grund mehr, die Fassade auszuzeichnen. Und er zeichnet dann im Unterschied eben das oberste Stockwerk zum Beispiel aus. Ja? Und das im Inneren, also das Wagner, trotz dieser sehr für damalige Verhältnisse radikalen Fassaden, und ich finde, man muss auch immer wieder betonen, dass das keine lieblichen Jugendstil-Ornamente sind, sondern das waren Provokationen. Trotz dieser Fassaden innen eigentlich ganz bürgerlich im 19. Jahrhundert bleibt bei der Raumaufteilung. Ja, also er hat den genauen Wiener Grundriss weiterverwendet. Das ist schon lange bekannt. Ja. Da sieht man eben auch, dass, also das ist kein Vorwurf an ihn, ja, und ich glaube auch nicht, dass er gelogen hat, sondern das ist natürlich eine Person, ein Werk im Spannungsfeld von unterschiedlichsten Strömungen. Ja, und auch, also Wagner hat sich nicht für sozial-revolutionäre Wohnformen interessiert. Ja, dass seine Schüler dann das Rote Wien gebaut haben, ist ein Missgeschick sozusagen aus seiner Sicht, weil er hätte Zinshäuser weitergebaut in Wien. Ja. Also das hat ihn nicht interessiert. Und ich glaube wirklich, also dieses Buch Moderne Architektur ist eines der einflussreichsten Bücher, soweit man sie damals lesen konnte, wenn man Deutsch gesprochen hat. Es gab dann nur eine tschechische Übersetzung zu Lebzeiten Wagners, die damals erschienen sind. Und in der Weise würde ich jetzt nochmal sagen, es ist revolutionär. Und das Zweite hat betroffen, ich habe es vergessen. Ob er den Begriff in seinen Schriften verwendet hat. Ja. Er hat es öfter verwendet. Ich habe extra heute noch einmal zur Sicherheit nachgeschaut. Er spricht von einer Kunstrevolution, die sich in Wien ereignet hat seit den 90er Jahren. Also Klimt und so weiter. Also er ist quasi das Haupt, der ist auch so gesehen, weil er ist der Anreger eben für all das, was in der Sezession Wiener Werkstätte und eben rundherum passiert ist. Also der Begriff Revolution fällt. Und
Man darf nicht unterschätzen, welche Kampfrhetorik auch da im Spiel war, wenn man sich als die Phalanx der Moderne gesehen hat, er und seine Schüler, die alles niedermähen, so ungefähr steht es wörtlich, bei einem zeitgenössischen Rezensenten, alles niedermähen, was sich ihnen in den Weg stellt. Ja? Und das, was sich ihnen in den Weg stellt, ist die aus ihrer Sicht verstockte konservative Tradition. Mir würde interessieren auch, wie also die Perzeption von Otto Wagner in den letzten 100 Jahren, da gibt es diese unglaublich riesige Studio von Otto Antonia Graf mit 7 Bänden, wovon die letzten 3 Baukunst des Eros heißen. Und diesen Aspekt von Otto Wagner, wo er sagt, Baukunst ist Liebe zum Ausdruck gebracht und deswegen wird das Ornament auch nie verschwinden, weil das ineinander von männlichen und weiblichen Formen, obwohl er am Anfang sehr eine freie Renaissance und dann das Dorische eigentlich entwickelt in eine moderne Architektur, aber mit immer mehr Grundformen. Aber es gibt immer noch dieses aufsteigende Männliche und das empfangende Weibliche in seiner Architektur. Und Otto Graf ist im kunsthistorischen Bereich revolutionär für mich auch gewesen, weil er als erster Wagner total zeichnerisch einmal analysiert hat und inwiefern wird den Aspekt Revolution im, wie man mit Wagner umgeht, weil es wäre ja schade, wenn man wieder die gleichen Geschichten, das mit der Moderne und so, dass man auch diesen revolutionären Blick auf Wagner von Otto Graf in die Ausstellung mitnimmt. Inwieweit wird das vertreten sein, oder? Also die Wagner-Forschung ist natürlich ein eigenes Thema und das spielt natürlich eine Rolle, dass es bis in die 1980er Jahre in Wien, aber auch anderswo in den USA eine sehr aktive Forschung gegeben hat und seitdem eigentlich nicht wahnsinnig viel passiert ist. Also er ist quasi abgegrast. Das ermöglicht uns, dass wir auf den Schultern von Riesen stehen und nicht das Rad neu erfinden müssen und uns die gesamte Forschung zu eigen machen können. Das ermöglicht uns jetzt heute aber auch, dass wir den Blick auf Details werfen, die man bisher nicht betrachtet hat, also insbesondere das Frühwerk und auch bisher unbekannte Bauten, die man erst durch die neuen digitalen Recherchemöglichkeiten überhaupt ihm zuweisen kann. In der Ausstellung selbst wird die Forschungsgeschichte allein aus Platzgründen keine Rolle spielen. Und wir haben uns ja öfter darüber unterhalten, es wäre hochspannend, sich mit den Theorien oder mit der Methode, besser gesagt, von Otto Graf auseinanderzusetzen, ein Kunsthistoriker, der wirklich systematisch versucht hat, Architektur durch das zeichnerische Analysieren eigentlich zu verstehen. Ein Buch, aber auch oder Bände auch, die sehr schwer einem Publikum zu vermitteln sind. Ja, das ist wahrscheinlich eine Revolution, zu der keiner hingegangen ist, weil sie so in sich abgeschlossen war, so nicht zugänglich einem Verständnis, dass sie nicht wahrgenommen wurde. Ich glaube, dass die Methode von Otto Graf in einigen Jahren einmal als ein faszinierender Kosmos gesehen wird, den man auch unabhängig von Otto Wagner, glaube ich, besehen kann. Das, was für uns wirklich wichtig ist an seinem Zugang, ist diese wirkliche Begründung vieler Dinge im Ornament, ja? Wobei die Frage mit dem Weiblichen und dem Männlichen da nicht so eine große Rolle spielt, auch wenn sie natürlich berechtigt ist, das so zu sehen. Aber ich glaube, das ist eine große Erkenntnis, dass diese Architektur auf der gesamten Tradition des Bauens in der westlichen Welt, wenn man das so nennt, beruht.
Aber es ist sicher ein Aspekt. Ich meine, es gibt so viele Zugänge zu Wagner. Wagner ist ja zum Glück eine so reiche Persönlichkeit, der so viele, auch kritische, das muss man schon auch sagen, also die Ausstellung wird sehr wohl kritisch sein, wird keine Heldenverehrung, das wollen wir nicht. Aber alles in seinem im passenden Maß sozusagen. Ja, danke. Also ich bin natürlich, wir alle hier, sehr gespannt auf diese Ausstellung und insbesondere, wie Sie die Person Wagner kontextualisieren werden. Also man sollte sich ja da nicht nur auf den Wagner konzentrieren, sondern schauen, in welchem Umfeld bewegt sie sich. Und das hat für mich zwei Aspekte. Das eine ist, schon mit dem Wort Revolution ja angekündigt, wie verhält sich Architektur zu ihrem gesellschaftlichen Umfeld? Stichwort Krise um 1900. Das ist ja eine Krise, die sich in allen Bereichen stattgefunden hat, in der also in der Philosophie, in der Physik, in der Psychologie, den lieben Freud haben wir hier in Wien auch. Und das darzustellen, wird sicher sehr spannend werden, wie Sie das machen. Das ist die eine Bezugnahme. Das andere ist dann die Bezugnahme nach Europa. Das ist ein paar Mal ja auch schon angeklungen, Frankreich oder der Werkbund in Deutschland. Was hier in Wien passiert ist, das ist ja ein Kapitel einer europäischen Geschichte sozusagen. Und was Wagner macht, ist sicherlich auch nur zu verstehen in vieler Hinsicht, wenn man schaut, wie er reagiert auf Dinge, die in anderen europäischen Ländern passiert sind. Und man ihn auch erst dann verstehen kann, wenn man sich das anschaut. All das wird mich interessieren, wie Sie das dann umsetzen in der Ausstellung. Danke. Ja, vielleicht ganz kurz. Ich muss davor warnen, dass Sie in der Ausstellung alles über Wagner erfahren werden und vor allem alles über seinen Kontext. Ich glaube, das ist eine Schwierigkeit von Ausstellungen, des Mediums Ausstellung und natürlich auch des Schwerpunkts, den man sich setzt. Sie haben völlig recht, die ganze Frage um 1900, nicht nur Wien um 1900, sondern dieser Epochenschwelle, die sich ja eigentlich bis 1918 oder 14 weiterzieht, das ist der Kontext, ja, in dem das passiert. Allerdings haben wir uns mit gutem Grund dazu entschieden, uns sehr nah an Wagner, sehr nah hinzuschauen. In dem Moment, also da plaudere ich jetzt aus dem Nähkästchen, wie wir diese Ausstellung konzipieren, in dem Moment, wo ich den Fokus riesengroß aufmache und die gesamte Welt, weil ich muss dann nach Amerika vor allem, ja, viel wichtiger als Deutschland zum Beispiel oder als, keine Ahnung, Italien oder Russland, Amerika ist das Wichtige. Wenn ich beginne, das riesengroß aufzumachen, dann lande ich schnell bei einem Buch eigentlich. Ja. Also wir machen eine Ausstellung als Ausstellung, das heißt, wir arbeiten mit Originalen, wir zeigen Originale, wir arbeiten mit relativ wenig Reproduktionen und wir, das heißt meine Kollegin Eva Oros, mit der ich die Ausstellung gemeinsam kuratiere, die ist für Möbel zuständig bei uns im Haus, das heißt, es wird auch einen Schwerpunkt für Möbel- und Kunstgewerbe in der Ausstellung geben. Wir halten in dem Fall nichts davon, dass man zum Beispiel ein Buch an eine Wand tut. Ja, also das kommt ja sehr oft gerne bei Architekturbiennalen vor, wenn man nichts mehr weiß, wenn man die Architekturgeschichte darstellt, dann nimmt man gelayoutete Buchseiten und vergrößert sie an die Wand. All diese Fragen sind unglaublich spannend, aber wir können nur einen kleinen Teil davon anreißen. Ja, wir werden genau diese Dinge, die Sie ansprechen, anreißen, aber das Publikum muss dann selbst, es muss dann klar sein, dass es dann, wir werden Fenster aufmachen, aber die Fenster sind nicht so riesengroß, dass wir wollen sie so eng führen, dass das Wagner nicht aus dem Blick gerät. Also der große Faden, der rote Faden ist Otto Wagner und das ist letztlich aber auch natürlich die Geschichte von 1860, als er zu bauen begonnen hat, bis 1918. Also kann jetzt schon verraten, der Erste Weltkrieg wird als elementar, unter Anführungszeichen Elementarereignis, Katastrophe, eine große Rolle spielen, weil sie für Wagner auch Katastrophen gebracht hat und weil sich in seinem Werk das widerspiegelt. Aber wir versuchen sehr wohl immer eine große Engführung an seiner Biografie und Persönlichkeit mit ausblicken.
Besonders revolutionär war doch das Otto-Wagner-Spital am Steinhof. Das haben Sie gar nicht erwähnt. Und es ist ja so traurig, dass wir nächstes Jahr ein Otto-Wagner-Jahr haben und dass dort baulich die ganze Anlage so den Bach runtergeht. Könnten Sie da vielleicht auch ein paar Worte dazu sagen? Ich finde auch, dass man am Steinhof etwas unternehmen muss. Und ich bin mir sicher, dass wir im Rahmenprogramm der Ausstellung, auch weil die Ausstellung ja so lange läuft, sehr viele Gelegenheiten haben werden, über den Umgang mit Otto Wagner heute zu sprechen. Das Spital, das den Namen trägt, ist aber nicht von ihm. Ja. Und das, da kann man sehen, dass Revolutionen auch ohne große Architekten stattfinden, nämlich wenn sie auf gesundheitspolitischem Gebiet passieren. Die Kirche ist von Otto Wagner, der Bebauungsplan, aber die Architektur ist von, die sehr hochwertig ist und geschützt werden muss und auch erhalten werden muss, ist von einem nicht, also von architekturhistorisch nicht bedeutenden Stadtarchitekten, städtischen Architekten, der sich an Wagner angelehnt hat. Und das zeigt, dass es eben nicht nur Wagner gibt und nicht nur die großen Heroen und dass Revolution in der Architektur auch immer mit solchen Aspekten, Krankenhausbau, funktionalen Aspekten zusammenhängt. Aber wir werden sicher zu dem Thema Gelegenheit haben, zu sprechen und das auch kritisch zu betrachten. Wir haben jetzt ja auch gar nicht Otto Wagner als Stadtplaner angesprochen, ja. Da war jetzt nicht die Zeit, weil man kann natürlich auch diskutieren, wie jetzt auch ein nicht konkret gebautes Volumen, sondern eine großmaßstäbliche Idee, wie auch der Steinhof war, wie radikal oder revolutionär das sein kann. Aber das machen wir ein anderes Mal. Nur ein paar Splitter dazu. Revolution würde eigentlich für mich heißen Umwälzung der Gesellschaft. Und im Otto Wagners Werk gibt es das überhaupt nicht. Sondern in allen seinen Bauten, gerade also in den großen institutionellen Bauten, sitzt die Hierarchie, die Verwaltung und der Kaiser immer in der Mitte, immer extrem ausgezeichnet und eigentlich Status quo überhöhend. Mhm. Das ist nur ein Punkt. Hat Peter Heiko komplett erledigt schon das Thema vor 20 Jahren. Das Zweite, revolutionär finde ich absolut, wie der Otto Wagner an einem Punkt in seiner Entwicklung dann die jungen Leute heranzieht, nicht? Er holt sich den Josef Maria Olbrich, er holt sich den Max Fabiani und andere zu dem Zeitpunkt, wo er den größten Auftrag, den ein Architekt in Europa haben konnte, damals die Gestaltung der Wiener Stadtbahn bekommen hat. Und ein Mann wie Olbrich, auch vielleicht auch Fabiani und vor allem jemand wie Gustav Klimt, den Wagner unglaublich hochgeschätzt hat, die hatten sehr wohl revolutionäre, sagen wir mal, Unterfutter. Ja? Den Olbrich und eine gewisse Schule, eine gewisse Strömung, eine Gruppierung in Wien, die haben gegriffen auf Richard Wagner, der ein Revolutionär war 1848 und dann seinen Gesamtkunstwerk begriff und eben auf Friedrich Nietzsche, der 1872 dieses Buch geschrieben hat über Wagner. Und das waren sehr wohl revolutionäre Ansätze, die sich dann eigentlich in diesem Aufblühen des Ornaments oder der Natur, die über die Rationalität sozusagen der Architektur triumphiert, sprich Sezession, das hat sich dort gezeigt. Und die Majorca-Häuser spiegeln genau das wider, auf der Oberfläche. Aber innen sind sie ganz konventionell, genau was du gesagt hast. Aber der Wagner holt sich diese Leute und saugt von denen diesen wirklich revolutionären Impuls auf. Olbrich geht dann weg und er bedauert das sehr, hat den Olbrich unglaublich hochgeschätzt. Und Olbrich selber macht dann eigentlich in Darmstadt eine ähnliche Wende. 1918, wir praktisch schon im Todesjahr von Olbrich, die Wende zurück zum Klassizismus. Und alles, was sozusagen nietzscheanisch noch war, ist irgendwo bei Peter Behrens genauso. Okay, nur Stichwort. Ein drittes Stichwort, Technologie. Also ich bin ganz bei euch. Die Technologie ist eigentlich, die Revolution der Technologie schafft eigentlich die Substanz, die dann aufgegriffen wird. Und das hat Otto Wagner zum Teil gemacht, aber in manchen Dingen überhaupt nicht. Noch 1910, also das Haus in der Neustiftgasse, ist ganz konventionell, bitte. Das sind Ziegelmauern und der Ziegel, eine Mittelmauer in Ziegel. Ja? Und in seinen Schriften sagt er immer, unser hauptsächliches Baumaterial, der Ziegel verputzt oder mit Marmor verkleidet. Und da gab es aber eine Entwicklung in Wien von 1895 bis 1910, wo der Stahlbetonbau, der Eisenbetonbau unglaublich revolutionär war. Und wo dann andere Leute, die eben nicht Wagner-Schule waren oder parallel zu ihm dann aus der Königsschule von der Technik gekommen sind, die haben das viel konsequenter
und wirklich Revolutionen gemacht, zum Beispiel mit auf ganz schmalen Grundstücken dann Miethäuser, wo dann keine Mittelmauerwehr war und wo man kann ganz anders bauen können, wie also im Wagner-Schema. Nicht? Also das sind quasi Aspekte, wo ich am Anfang gesagt habe, die Janusköpfigkeit. Nicht? Aber Wagner war natürlich im Fördern und im Aufgreifen und in diesem Sinne auch Zulassen von jungen Leuten, die sich da bei ihm austoben konnten, war er wirklich also unglaublich fortschrittlich. Ja. Aber ich denke, der soziale, der humane Gehalt im Sinne von bestehende Hierarchien vielleicht komplett umkehren, was Revolution ja bedeutet, ja. Das war ihm, glaube ich, fremd. Da ist nichts hinzuzufügen. Gut, wir haben noch eine Frage können wir noch nehmen. Ich würde dem gerne was hinzufügen, beziehungsweise ich würde dem was entgegnen wollen, weil ich bin nicht ganz so sicher, dass in einem Land, in dem mit der Eisenbahn die Revolution ins Land kommt, das Freilegen von Eisenbahnkonstruktionen und zum Ornament, zum ästhetischen Erhöhen, nicht ein in diesem Sinne revolutionärer Akt ist, auch wenn innen drin nichts technisch-architektonisch revolutionär Neues steckt, ist trotzdem, sagen wir, da ein provokatives Moment oder ich würde eher sagen, ein Übergang zwischen zwei Sorten von Bürgertum, die da ineinander gleiten und wechseln in ihrer Bewertung. Also das muss man ganz diffizil sehen, aber das hat natürlich ein auch in diesem gesellschaftlichen Sinne revolutionäres Moment, das im Inneren gar nicht reproduziert werden muss, weil es innen gar nicht sichtbar wird für diesen Effekt. Das ist eigentlich ganz wurscht, ob es innen konventionell ist, für diese Wirkung. Also das nur als Anmerkung dazu. Und wenn ich noch eine ganz kurze Frage stellen darf, dieses ständige gebrauchte metaphorische Element der Kleidung als nicht passend, ist das nicht eine englische Diskussion aus der etwas früheren, also das hat er auch von dort. Er hat das alles inhaliert, all diese Diskussionen. Ja. Also die es stimmt natürlich, dass seine Schüler sehr stark nach England geschaut haben und sich die englische Kunstreform angeeignet haben. Aber Wagner war erstens im Kuratorium vom Museum für Kunst und Industrie und hat das dort mitgekriegt und hat selbst diese Zeitschriften besessen, gelesen und das aufgesogen und sich das schon zu eigen gemacht und wahrscheinlich seine Schüler darauf hingewiesen. Und ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, den wir in der Ausstellung auch zeigen wollen, diese Konfrontation mit der jungen Generation auf der Akademie auch verändert hat. Also es war ein ganz enger kreativer Austausch. Ein über 50-Jähriger, für den die Regel, dass über 50-Jährige nicht Professoren werden dürfen, das gab es damals, gebrochen wurde. Also er war ein alter Mann aus der damaligen Sicht, dass er Professor wurde und hat sich da nochmal mit in den 10, 15 Jahren, fast 20 Jahren an der Akademie noch einmal total verändert und geöffnet, muss man eigentlich sagen. Also das ist einzigartig in der Architektur jener Zeit, muss man sagen. Also es gibt keinen. Und wenn man sich die Generationen anschaut, moderne Architekten um 1900, er ist der Älteste und er ist 20, 30 Jahre älter oder 40 Jahre älter als die Leute, die zur selben Zeit ähnlich ticken. Gut, ich danke für das sehr tolle, konstruktive Mitdiskutieren. Danke fürs Dasein. Danke, Andreas Niehaus, fürs Diskutieren. Andreas, ich entlasse dich jetzt wieder zurück an die Arbeit. Bitte, damit wir am 14. März eröffnen können. Und bitte natürlich auch das weitere Programm des Festivals verfolgen und den Revolutionsbegriff mit Otto Wagner vergleichen. Ich danke auch. Ich muss noch eine kurze Anmerkung in Sache der Veranstalter machen. Die Veranstaltung 1848 von Biedermeier auf die Barrikaden, die von 15 bis 16 Uhr hier geplant ist, fällt aus Krankheitsgründen aus, ja, zur Information. Also Gabriela Hauch und Martina Nussbaumer, dieses Gespräch findet heute nicht statt. Danke von meiner Seite auch. Danke. Okay.